So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Sonntag und es gibt eine neue Folge aus unserer Reihe Now and Then, bei der wir uns spannende Persönlichkeiten anschauen. Wir schauen uns an, was haben diese Persönlichkeiten früher gemacht, was machen sie heute und was hat dazu geführt, dass sie der sind, der sie heute sind. Heute geht es um Fitness-Oscars. Hi Leute, in diesem Video möchte ich euch erklären, wieso es wichtig ist, genügend Eiweiß zu sich zu nehmen. Es geht bei der Serie auch immer um Leute, die ein Stück unserer Vergangenheit mit uns geteilt haben in diesem ganzen Fitness-YouTube-Social-Media-Thema. Und Fitness-Oscar ist eben jemand, den ich auch persönlich kenne, der ungefähr zeitgleich mit uns gestartet hat. Wir hatten damals auch gemeinsame Videos, das heißt, uns vereint recht viel. Und ich glaube besonders, ganz, ganz besonders bei Fitness-Oscar kann man unfassbar viel lernen aus seiner Biografie. Ich werde darauf auch wirklich sehr, sehr stark zu sprechen kommen. Ich finde auch, dass man Fitness-Oscar kritisieren kann. Ich glaube, Fitness-Oscar ist jemand, der sehr, sehr, sehr gut damit umgehen kann. Ich glaube sogar viel mehr. Es wird ein ganzes Kapitel noch geben, dass ich glaube, dass diese Kritik ihn zu dem gemacht hat, wer er heute ist. Deswegen auch gerne Kritik. Ich werde auch kein Blatt vor den Mund nehmen, aber bitte immer, 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 immer respektvoll. Und ich glaube, Oscar wirklich verdient absoluten Respekt. Und es ist mir auch so eine persönliche Herzensangelegenheit, ihm auch zum Schluss wirklich ein paar persönliche Worte einfach von mir mit auf den Weg zu geben. Und das meine ich wirklich so. Ich werde auch gleich dazu kommen, warum. Bevor wir starten, ganz, ganz, ganz wichtig, unsere Black Week läuft oder unsere Black Weeks laufen bis zu 50% auf Produkte und mit dem Code Simon zusätzlich nochmal 10%. Das gab es noch nie, das wird es auch sehr, sehr lange nicht geben. Deswegen schlag dazu, nur solange der Vorrat reicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Also deckt euch ein mit euren Lieblingsprodukten und jetzt starten wir auch schon mit dem Thema. Ich möchte vielleicht kurz die Struktur auch nochmal erklären. Das Video wird vielleicht wieder etwas länger, aber es wird sehr, sehr spannend, wirklich dran zu bleiben. Das erste Kapitel, dort geht es um die Anfänge. Wie ist er ja zu dem Fitness-Oscar geworden? Was hat ihn zu dem gemacht sozusagen? Was hat es mit dem Namen auch auf sich? Wie hat das Ganze begonnen? Dann möchte ich ein ganzes Kapitel tatsächlich hier auch aufzeigen mit dem Thema Hate, Kritik und auch mit dem Content, der dazu geführt hat. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und eben daraus das dritte Kapitel mit dem Wandel und mit dem, was er jetzt macht, mit dem Erfolg, mit dem, womit er jetzt sehr, sehr erfolgreich ist. Und beim vierten Kapitel möchte ich eben noch ein bisschen auf das Thema Familie, Kinderwunsch und ein bisschen diese Persönlichkeit Fitness-Oscar etwas beleuchten und auch ein paar, wie gesagt, Worte an ihn richten. Deswegen machen auch so Timestamps unten. Das heißt, ihr könnt auch vielleicht zu dem Kapitel springen, das euch besonders interessiert. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, bei allen dran zu bleiben. Und ich komme heute auch mal ein bisschen mehr zum Punkt. Wir starten mal mit dem Beginn. Fitness-Oscar hat noch ein bisschen früher angefangen als ich. Das heißt, als ich damals mit YouTube angefangen habe, war Fitness-Oscar bereits da. Es gibt die ganz alten Videos nicht mehr. Das heißt, wenn ihr ganz, ganz, ganz runter scrollt bei ihm, ich glaube vor 9 oder vor 10 Jahren, da war er schon bei Vlog Nummer, ich glaube 40 oder so. Das heißt, er hatte da schon einige Vlogs, einige Videos gedreht. Er hat aber auch genauso gestartet. Das heißt, er hat damals, es war wirklich so ungefähr ein polnischer Junge, der gerne Sport und Fitness macht, nimmt eine Kamera und nimmt ein bisschen sein Leben auf. Das war wirklich so ein bisschen die Struktur in YouTube, die er damals gemacht hat. Die Qualität war nicht sonderlich gut. Viele andere hatten auch keine gute Qualität, aber hier war wirklich weder groß Schnitt noch irgendwie groß was anderes. Also ganz wirklich Kamera raus und hat so sein Training, sein Leben gefilmt. Damals ist zum Teil auch wirklich jeden Tag ein Vlog oder Tag des Pumpers. Das war damals so eine Geschichte. Das heißt, die Qualität war nicht sonderlich gut. Viele haben das Training kritisiert. Viele haben die Ernährung kritisiert. Also es war alles nicht das Beste. Ich sage es wirklich ohne Kritik. Aber auf der anderen Seite gab es sehr, sehr viele Leute, die es einfach sehr authentisch fanden. Das heißt, die Reichweite wuchs, es kamen immer mehr Abonnenten dazu und immer mehr Leute haben sozusagen so sein Leben verfolgt. Er hat Fitness gemacht, er hat auch immer wieder ein paar Abnehmen-Challenges gemacht, er ist immer wieder in Form gekommen, hat Muskeln aufgebaut. Wie gesagt, es gab immer Leute mit mehr Muskeln, es gab immer Leute mit besseren Fitness-Tipps, mit besseren Rezepten, mit besserer Qualität. Aber er hat das alles wirklich so als seine Person sehr, sehr, sehr gut verpackt und sehr, sehr authentisch verpackt. Und jetzt zum Thema Authentizität. Ich habe ihn eben in dieser Zeit auch kennengelernt. Wir haben damals auch in Hamburg damals Videos gedreht, dann war er auch in Düsseldorf, auch mehrfach auf der FIBO kennengelernt. Und so wie er in den Videos
rüberkommt, genau so ist er auch. Ich dachte wirklich, oder ich glaube, man kann denken, dass er das auch etwas spielt. Also das, was auch zur Kritik führt, dieses etwas, ich meine das wirklich nicht, überhaupt nicht böse, aber dieses sehr liebe, vielleicht auch leicht naiv trottelige, so ist er auch in Realität. Also dieser liebe, also nicht dieses trottelige, aber dieser sehr liebe Mensch, dieser sehr, er spricht sehr, sehr nett, ist aber nie auf den Kopf gefallen. Wie gesagt, er ist ja, soweit ich weiß, hat er irgendwas mit Ingenieurswesen studiert auch und so weiter. Ein richtig super Typ, aber unglaublich so diese liebe Art. Und das wurde sehr, sehr, sehr stark kritisiert. Aber er hatte immer wieder Erfolge. Er hat meiner Meinung nach super auch Muskeln aufgebaut. Er hat dann ganz interessant tatsächlich in diesem Shape-U-Team, das war damals so die Mannschaft schlechthin, damals noch mit Alon und mit Jeff Seid und so weiter, wirklich mit den Größen damals, war er auch auf der FIBO, war in dem Team, das heißt, da hat er mit denen auch gedreht und hat wirklich so seine Fitnesslaufbahn aufgenommen und was er damals unglaublich gut schon gemacht hat, er hat sich sehr gut vernetzt, das heißt, er hat mit ganz, ganz vielen Leuten, also ich glaube, ihm war das damals schon wichtig, sich einfach mit Leuten zu verbinden, einfach mit guten Menschen, die er mag und auch das, er hat da wirklich geguckt, wer, mit wem kommt er gut zurecht und so weiter, hat da wirklich Videos gedreht mit allen möglichen Leuten aus der Szene, auf der FIBO. Und jeder mochte ihn. Er war einfach jemand, den man mochte, aber hat auch unglaublich viel Kritik eingesteckt. Und deswegen starten wir jetzt auch mit dem zweiten Kapitel, und zwar warum? Wofür hat er eigentlich so viel Kritik abbekommen und war die gerechtfertigt? So, beim Kapitel Kritik, Hater und der Content, der dazu geführt hat. Ich habe wirklich gestern, ich habe mir auch ein paar Sachen, wie gesagt, aufgeschrieben. Ich muss wirklich sagen, dass einige Sachen absolut zu kritisieren waren. Und er ist auch immer wieder auf die Kritik eingegangen. Da war zum Beispiel, er hat versucht, da so ein paar Business-Geschichten zu machen mit so Make-Me-Magazin, wo man sich angemeldet hat und was nicht ganz so richtig war und so weiter, wo er sich auch immer danach immer wieder entschuldigt hat. Mir ist das Geld und mein Team stand komplett hinter mir. Mir ist das Geld so scheißegal. Wenn dieses Gewinnspiel scheiße ankommt, dann versaue ich mir alles. Das ist es mir nicht wert. Ich lasse es, wir canceln das, wir haben das Gewinnspiel gestrichen. Man konnte nicht mehr daran teilnehmen, obwohl wir hätten richtig Kohle machen können. Falls ihr mitgemacht habt an dem Gewinnspiel und es bereut, es tut mir sehr leid vom Herzen, dass ihr das vielleicht nicht so wolltet oder nicht wusstet und das so daran teilgenommen habt und das bereut. Dann gab es auch so Sachen eben, die kritisiert wurden, wie er mit Hatern umgeht. Das heißt, er hat sehr, sehr stark so Haters gonna hate und hat dann auch so Videos gemacht, wo er sehr, sehr stark immer wieder das Thema auch aufgegriffen hat, den ganzen Hate. Ich glaube, das war auch eben nicht gut, weil er hat sich damit ja auch so sehr, sehr stark eben in diese Opferrolle auch immer wieder gestellt und immer wieder diesen Hate noch mehr auf sich gezogen. Dann gab es wirklich, ich habe selten so gelacht, ich komme auch gleich dazu, diese unfreiwillige Komik. Er hat auch ein Rap-Video gemacht, ich habe mich wirklich, und ich meine es nicht böse, aber das ist halt genau mein Humor, wenn es eigentlich nicht wirklich humorvoll sein soll. Aber wenn es so diesen Humor mit sich bringt, dieses Komische bei diesem Rap-Video, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Das war so schlecht. Das ist schon wieder super witzig. Damals war Oski der Arme in den polnischen Straßen. Doch irgendwas hat mich dazu bewegt, nach Deutschland zu fahren. Paar Jahre später schalte ich zum ersten Mal eine Kamera ein. 4 Jahre drauf hab ich die 100.000 Abos erreicht. Oskar war nie ein arroganter Mann. Ich weiß bloß, wer ich bin, was ich will und was ich schaffen kann. NATO-Reiter noch breiter als du Bastard von Spritzer. Fitness, Oskar, Business, Monster, Amas, Besitzer. Niemand hindert mich daran aufzustehen. Ihr seid bloß Schafe, Alter, keiner fickt den grauen Wolf. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Yeah, wo ein Neider ist, ist auch Erfolg. Wir sind unfuckable. Wir sind unfuckable. Unfuckable. Wir sind unfuckable. Wir sind unfuckable. Wir sind unfuckable. Unfuckable. Wir sind unfuckable. Und genau das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch diese Motivationsvideos, auch so dieses Haters gonna hate, wenn er wirklich in Zeitlupe. Es hatte immer etwas
unfreiwillig Komisches. Das heißt, auch das ganze Shape-You-Thema, wenn er dann irgendwie mit den Jeff Sides und so weiter da war, wenn er da wirklich gefilmt hat, wie er mit den Jungs trainiert und so weiter, man hat einfach gesehen, dass das nicht er ist. Und deswegen meine ich auch mit Kritik. Ich glaube, dass eben er gesehen hat, dass das nicht er ist. Er war nicht der Business-Mensch, der Leute irgendwie zu irgendwelchen Programmen führen wollte. Und das hat er gemerkt. Und das war auch gut so. Er war nicht das super Fitness-Model, der Draufgänger, der da irgendwie... Nein, auch nicht. Und man hat auch da gemerkt, und das hat ihm eben Kritik eingebracht, aber das ist auch gut so, weil er hat, glaube ich, auch dadurch gemerkt, dass das auch nicht seine Rolle war, dieses super shredded, draufgängermäßige Fitness-Model-Thema. Er war kein Rapper. Um Himmels Willen, das war wirklich, ich meine das nicht böse, aber das war so schlecht. Also ich habe mich wirklich, ich habe sehr, 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 sehr gelacht, auf jeden Fall bei diesem Rap. Er war aber auch, glaube ich, nicht so der Motivator, der Coach und so weiter. Da gab es Videos, das werde ich auch nie vergessen, wo er wirklich sagt, man kann alles schaffen, man kann sogar fliegen. Oscar würde jetzt sagen, kann man sogar fliegen. Kann man wirklich alles schaffen, dann kannst du sogar hier vom Haus springen und dann kannst du fliegen. Unfuckable. Niemand hindert mich daran aufzustehen. Ihr seid bloß Schafe, Alter, keiner fliegt den grauen Wolf. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und das so ernst, das so pathetisch ernst, dass es eben diese unglaubliche Komik mit sich brachte. Und das hat dann wiederum natürlich ganz viele Parodien mit auf den Weg gebracht und so weiter. Das heißt, es gab ganz, ganz viele Leute, die sich dann eben ein bisschen lustig gemacht haben über ihn. Aber nicht über ihn, sondern über die falsche Rolle, die er da eingenommen hat. Er hat dann zum Beispiel auch sehr, sehr, sehr viel Clickbait, Name-Dropping gemacht, Lazar Angelov Armtraining und tatsächlich auch, das wäre heute auch nicht mehr möglich, irgendwie ein Bild von Lazar Angelov damals genommen und hat das dann einfach trainiert. Also er hat auch viele Sachen gemacht, die auch da nicht richtig waren. Aber das war alles nicht sein Thema und die Hater, glaube ich, haben ihn auch ein bisschen dazu gebracht, davon abzurücken und... Und jetzt kommen wir tatsächlich zum dritten Kapitel, zu der Nische zu finden, die absolut ihm passt und mit der er absolut erfolgreich geworden ist. Weil aus jemandem, der wirklich ein bisschen belächelt wurde, der tatsächlich so ein bisschen irgendwo über den geschmunzelt wurde, weil er hatte auch Videos, wo er wirklich so ein bisschen die Leute gebeten hat, wirklich Abos dazulassen und so. Und genau darum bitte ich euch. Ich bitte euch aber nicht, mir einen Euro zu geben. Ich bitte euch auch nicht darum, mir auch nur einen Cent zu geben. Ich bitte euch nur um eine Kleinigkeit. Abonniert meinen Channel. Also aus so einer kleinen Rolle sozusagen hat er es geschafft, sozusagen seine perfekte Nische zu finden, auch durch die ganze Kritik, durch all das, wo er gesehen hat, das ist nicht das Richtige für ihn. Das würde ich jetzt so interpretieren. Wenn ihr es anders seht, bitte unbedingt drunter schreiben. Und zwar hat er dann, und ich habe irgendwann dann tatsächlich in der Zeit auch komplett aufgehört, ihm zu schauen, die Videos und so weiter, weil diese Videos, die dann kamen, waren absolut nicht mein Geschmack. Aber sie hatten unfassbar viele Klicks und irgendwann habe ich dann auch mal reingeschaut und ich habe absolut auch verstanden, warum. Weil er der war, der ist. Er hat plötzlich angefangen, klar, also diese ganzen Videos, ich esse einen Tag lang wie der Würfel, also sehr, 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 sehr viel Trash gemacht. Also wirklich viele, viele trashige Videos. Und auch hier, das kann man kritisieren, aber schaut euch diese Aufrufe an. Das ist unfassbar. Irgendwie millionenhafte Aufrufe. Und was hat dazu geführt? Nicht unbedingt nur der Trash, sondern eben, dass er so war, wie er ist. Der liebe Kerl, der gute Mensch. Ich glaube ihm wirklich, er hatte auch dieses Humanity und so weiter. Er ist so. Ich glaube, dass er ein unglaublich guter, guter, guter Mensch ist, der einfach Spaß haben will, der einfach mit Leuten zusammen sein will, der in Familie über alles irgendwo steht, der einfach wirklich diese Freude teilen will mit seiner Community. Und dieses Teilen mit der Community, dieses Community beschließt einen Tag lang, wie ich esse und so weiter. Also da gibt es Videos. Das ist Fitness-Oscar, meiner Meinung nach. Und das ist die Nische, wo er perfekt reinpasst. Und damit ist er wahnsinnig erfolgreich geworden. Jetzt vielleicht auch mal, ich glaube, dass er dieses unfreiwillig Komische, dieses, wenn er super ernst, wenn er versucht, unglaublich ernst zu sein, dann ist er das meiner Meinung nach nicht. Aber wenn er diese Komik ausnutzt und über sich selbst etwas lacht, deswegen, ich glaube, dass er mir auch verzeiht, dass ich da über diese Rap-Video und so weiter lache. Ich glaube, wenn er über sich selbst Witze macht, er macht ja auch irgendwie TikToks und diese ganzen Stories. Und ich habe da ein paar Sachen gesehen, wo er sich als... über so diesen typischen Polen so ein bisschen lustig macht. Auch wenn er zeigt, irgendwie, dass er da in seinem Haus irgendwie was repariert und dann geht was schief. Also so ein bisschen dieses,
dieses in Anführungszeichen über sich, über dieses bisschen Trottelige oder über dieses etwas Tollpatschige oder so, dieses was so ein bisschen humorhaft an ihm ist, wenn er darüber selbst lacht, wenn er darüber Videos macht, die sind so witzig und auch so intelligent zum Teil. Also wirklich dieses, alles, was ihm irgendwie im Haus, dafür ist das Haus zu groß oder so, also auch so wirklich auch mit Ironie und wirklich auch den Hatern jetzt mal zu zeigen, guck mal, der hat Klicks ohne Ende, der hat ein fantastisches Haus, der hat eine tolle Familie, der hat, ich glaube, er ist jetzt, da kommen wir auch gleich zu, ich glaube, er ist auch wahnsinnig glücklich und erfolgreich mit dem, was er macht. Und ich glaube, deswegen verstummen jetzt alle Hater. Aber irgendwo sind vielleicht auch die Hater ein bisschen ja, der Grund, warum er praktisch jetzt das gefunden hat, was er gut macht und was er wahnsinnig erfolgreich macht. Und diese ganzen Videos, diese Reels, diese TikToks und so weiter, die gehen total durch die Decke. Aber auch auf Instagram, wenn er aus seinem Privatleben erzählt, wenn er einfach echt ist, so echt wie er ist, auch mit seiner Frau, mit der Fitness Mandy, Healthy Mandy, Entschuldigung, Healthy Mandy, machen die zusammen Content mit den ganzen Freunden, wenn die zusammen essen und so weiter. Er macht immer noch Fitness, er hat, glaube ich, eigenes Fitnessstudio im Haus, aber er macht einfach, er zeigt so sein Leben, seinen Humor, all das, was ihm irgendwie witzig ist, macht witzigen Content. Ich habe mir auch ein paar Sachen angeguckt, die sind tatsächlich auch lustig. Es ist nicht meins, diese ganzen Würfeln und ich esse einen Tag lang wie der oder der und so weiter, ist absolut nicht meins. Aber es schauen unglaublich viele, und diese TikToks, diese Reels und so weiter, die finde ich zum Teil richtig, richtig, richtig gut. Die sind wahnsinnig gut und das kann er wahnsinnig gut. Und hier ist er unglaublich erfolgreich geworden. Ich glaube, wirklich einer der erfolgreichsten überhaupt, wenn man sich wirklich die Aufrufzahlen anschaut. Das ist ja absolut Wahnsinn. Und ich gönne ihm das und ich glaube, mit dieser Hartnäckigkeit, mit der er dran geblieben ist, er hat sich niemals abbringen lassen sozusagen von seinem Weg. Er hat hier und da vielleicht mal ein paar Abkürzungen oder ein paar Wendungen genommen oder praktisch ein bisschen mal den Weg geändert oder so, aber er wollte immer, immer, immer dranbleiben und das finde ich fantastisch. Auch dieses Video, man kann alles schaffen. Ja, es ist Wahrheit geworden und ich meine das ohne Ironie. Ich gönne ihm das absolut von Herzen und dieses Persönliche auch, wenn man das sieht, ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Ich könnte nicht so viel Persönliches teilen, aber hier sieht man auch, dass er einfach, dass für ihn diese Community so wichtig ist und die Community gibt ihm das zurück. Deswegen kommen wir jetzt mal zum vierten Kapitel, und zwar so Persönlichkeit, Familie und Kinderwunsch. Ich bin tatsächlich, und jetzt kommt wirklich auch was von mir. Ich bin damals aufmerksam geworden, irgendwo habe ich auf Instagram gesehen, schon vor einer längeren Zeit, dass er unfassbar sich, er war dann mit der Mandy zusammen und die haben sich unfassbar ein Kind gewünscht und haben alles versucht und wirklich Schicksalsschlag hinter Schicksalsschlag, es war immer Steine im Weg und es war für die so unglaublich schwierig. Und dann sind die beiden wirklich schwanger geworden. Also sie ist schwanger geworden, er mit ihr. Bei Fitness Oscar wirklich, er mit. Also es ist wirklich, also jemand, also auch als Paar. Ich glaube, man kann so viel lernen auch von den beiden, wie die sich unterstützen, wie die zusammenhalten. Ich finde das wahnsinnig schön. Also wirklich ganz, ganz, ganz toll. Dann ist sie schwanger geworden. Dann haben die das Kind geboren. Ich glaube, also wirklich dieses Glück. Und dann war das Kind so krank. Und und ich möchte hier wirklich auch nicht zu viel hier sagen, weil das verbietet sich mir einfach. Aber dann haben die praktisch das Baby nach einer recht kurzen Zeit verloren. Und wirklich, also mir hat das, also als Papa, mir hat das so wirklich das Herz gebrochen. Und ich meine es absolut ernst. Also wirklich, wenn Oscar das vielleicht sieht, wirklich, ich bin so ein stiller Beobachter, ich habe mir das alles angeguckt und ich konnte es kaum ertragen. Dieses, wirklich dieser Aufbau, dieses Glück und dann warum? Warum jemand, also das ist so, wirklich, also es war für mich so schrecklich. Aber jetzt auch die Wendung, alles versucht, ich habe das wirklich verfolgt. Die beiden sind wirklich überall hin, in alle Kliniken und so weiter zusammen und haben niemals aufgegeben, niemals aufgegeben. Und jetzt wirklich, also schön, ich muss echt, ich habe das wirklich verfolgt, deswegen entschuldigt auch meine Emotionalität, deswegen jetzt sind die beiden wieder, also jetzt ist sie schwanger, jetzt auch wirklich in der Zeit, wo das Risiko nicht mehr groß ist, haben das praktisch auch direkt mit der Community geteilt und so weiter und ich freue mich wirklich wahnsinnig. Ich glaube, jemand, der all das gemacht hat, auch der so das wirklich, der das so will, der alles dafür gegeben hat, der so ein Familienmensch ist, der sich das so wünscht. Ich wirklich, ich
ich freue mich wahnsinnig für Oscar, für Mandy, für das ganze Umfeld. Wenn man sich angeschaut hat, wie sehr er auch mit Kindern von Freunden oder irgendwie von Familie und so weiter, das ist er. Und all das, was ich vorher gesagt habe, auch wenn das kritisch war und so weiter, auch wenn zum Teil, das hat ihn praktisch noch mehr zu dem gemacht, wer er ist. Und er ist meiner Meinung nach ein wahnsinnig guter, treuer, lieber Mensch, bei dem man sich ganz, ganz, ganz viel abschneiden sollte. Und wie gesagt, denkt vielleicht einmal ganz kurz nach. Also ist das nicht viel, 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 viel wertvoller als irgendwie noch einen besseren Körper oder noch irgendwie ein Draufgänger sein oder irgendwas? Auch wenn man vielleicht sagt, das ist nicht so meins oder der Content ist nicht meins oder dieses Nette und dieses sehr, so bin ich vielleicht nicht oder das finde ich vielleicht nicht so gut. Aber hier zeigt sich einfach, dass es für Oscar einfach genau das Richtige ist und dass ihm jeder Hater völlig scheißegal sein kann, weil er selbst ist. Und jetzt hat er sozusagen auch, wie gesagt, jetzt hat er das Glück, was er verdient. Und mich freut das gigantisch. Ich wünsche euch alles nur erdenklich Gute auf eurem Weg. Ich glaube wirklich, also so als Paar zusammen sein und wirklich so für Kinder da sein. Also ich kann das absolut nachempfinden. Und als Vater kann ich wirklich, ich weiß genau, was es bedeutet. Und ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie groß das Leid ist. Deswegen wollte ich das Thema wirklich nur ganz, ganz, ganz kurz halten. Und in diesem Sinne alles Gute, meinen vollsten Respekt und ja, in diesem Sinne war es das kleine Now and Then und ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal, schreibt mal drunter, wie gesagt, wen wir noch beleuchten sollen, es gibt sehr, sehr viele, mit denen wir unsere Vergangenheit geteilt haben. In diesem Sinne, abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut auch bei Instagram vorbei und vergesst nicht die Black Weeks und bis dahin, euer Lieben.